wieder auch sehr interessant aus, das Ganze. Ich meine, wenigstens, dass man die Kisten haben sehr belassen, dass man halt da, ja, sich Pfade bauen kann. Und Brücken und so weiter. Das finde ich nice. Das hat mir immer sehr gefallen in dem Spiel. Das hat mir echt immer sehr gefallen. An Effekten, das ist auch recht nice. Okay, ich denke mal. Was? Okay, ich denke mal, ich darf diese Dinger nicht berühren. Okay. Was macht denn jetzt was? Ich irgendwie ausschalten? Oder? Ach so. Das hat mit Gravitation was zu tun. Okay. Das ist ein interessanter Effekt. Muss ich zugeben. Ist ein sehr interessanter Effekt, den ihr euch hier habt einfallen lassen. Interessant, ich kann die Kisten nehmen und quasi da hoch. Ich denke mal, diese blauen Laser sind mein Tod, oder? Okay. I bonded with the turn gate on a different plane. It has its advantages. I know about you, about the universe, about God. But you know what else I know? I know what you did. I know you revealed the location of this facility. Okay, muss ich es runterlassen irgendwie wahrscheinlich. Metallpumpe. Okay, was für Hallus hat er denn schon wieder? Lol, was ist denn das für eine Ketchupflasche? Alter Schwede, was sind das für Flaschen? Und vor allem, was macht das? Also so ganz verstehe ich es noch nicht. Hat's aber, ja, es hat hier oben gespeichert. Okay, ist da unten jetzt Giftgas oder wie? Nee. So, verstehe, dafür stehen diese Teile. Dafür stehen diese Teile.
Das ist auf jeden Fall Painkiller. So, komme ich da hoch? Aber was muss ich weiter oben machen? Ist mir noch ein Rätsel. Irgendwie ist mir das ganze Game gerade ein Rätsel. Weil irgendwie scheint sich ein bisschen von Penumbra abzuspalten, weil gut, die Rätsel waren schon immer knifflig, aber geht's hier gerade nur um Rätsel? Weil das wäre ein bisschen anderes Penumbra, als ich kenne. Als ich es kenne. Ah, okay. Interessant. Ja gut, ich meine, das Game ist an sich faszinierend bisher, aber irgendwie kommt mir das alles nicht so ganz von Penumbra bekannt vor, von dem, was ich kenne, weil es war sonst ja Wege erforschen, Codes sammeln, Monstern entfliehen. Und das Game hier gleicht einem Rätselspiel. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich meine, gut, ich könnte mich dran gewöhnen, aber es wäre ein bisschen schade, weil es ist nicht ganz das Penumbra, was ich kenne. Ja gut, weiterspielen wir es auf jeden Fall, ist klar. Es wird jetzt nicht abgebrochen, nur weil es hier so ein Rätselei ist. Ich werde es natürlich fortsetzen. So ist das ja nicht. Aber ich werde mich dran gewöhnen, falls es tatsächlich ein Rätselspiel ist. Mit viel Puzzlei und so ein Rätsel lösen. Dass ich, ja. Okay, verstehe. Ich muss mir eine Treppe bauen. Die Rätsel an sich sind bisher, ja, recht gut zu schaffen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, was ihr wollt. Ich verstehe, was ihr wollt. So, ich mache das Teil gleich wieder runter. Baue mir aber, glaube ich, so eine kleine Treppe auf. Nein, nein, nein. Oh Mann, ja, so viel. Oh, danke. Oh Mann. Da will ich die Treppe bauen und dann klappt es natürlich wieder mal nicht. Oder muss ich es blockieren? I don't know. Ich muss doch garantiert da oben hin. Ich überlege gerade, wenn ich eine Kiste benutze und den Schalter treffe, heißt das ja, ich könnte dann, oder ich mache so, dass ich mir eine Treppe so baue, dann brauche ich den Schalter nicht. Oh ja, das war natürlich ganz schlau gewesen. Mm. Bravo, Rös. Super. Klasse. Ah, den ganzen Schmand nochmal. Ich hab's gerade rausgefunden. Ich wollte gerade was probieren. Dann nein. So, diesmal ohne den Knopf zu aktivieren oder Hebel. Was, ja, Hebel.
Okay, okay, okay. Okay. Erstmal alles rauf damit. Dass hier alles auch schön passt. Atmosphärisch gesehen nicht schlecht, muss man sagen. Atmosphärisch gesehen nicht schlecht. Es hat immer noch die Levels von Pin. Es hat immer noch die klassischen Penumbra-Levels, also vom Design her. Es ist nur halt, ja, vermute ich jetzt mal, auf Rätsel basierend. Gut, ich kann verstehen, falls das viele Spieler irritiert hat, beziehungsweise verärgert, weil viele kannten Penumbra als ein, ja, schönes Horrorspiel. Und ich glaube auch zu wissen, dass manche dieses Spiel nicht als dritten Teil ansehen wollten. Und ich muss sagen, wenn ich mir das so angucke, kann ich da schon die Meinungen verstehen, dass man das wohl gedacht hat. Weil ich selber kenne ja auch Penumbra. Als ein etwas anderes Horrorspiel als das hier. Also das ist halt sehr... Dass es halt Horror ist. Nicht anders machen. Genau so nämlich. Nein, nein, nein. Alt. Okay. Das war anscheinend doch richtig. Okay, gut. Hat sich erledigt, was ich gerade gedacht habe. Ich dachte, ich fliege noch hier runter. Mit dem Glas zum Beispiel ist nice hier, der Effekt. Ich kann nach wie vor noch so eine Schubladen aufmachen und so, das geht alles noch. Was ist das? Strange Artefakt, okay. Massive infection, shelter and archaic personnel are encouraged not to trust anyone but the elevated cast. Okay. Hm. Heavy. Gut. Ja, nehmen wir es mit. Required key collection reduced to one. Reduced to one. Willst du mir sagen, noch ein Schlüssel oder wie? Der fehlt? Ach so. Ich muss bestimmt noch weiter nach oben hin. Wie komme ich jetzt wieder nach unten? Die Brücke ist so... Obwohl, vielleicht, wenn ich das hier so mache... Ja, doch, das geht. So. Das heißt, ich nehme mir so eine Kiste wieder mit. Nach oben hin. Benutzt die Kiste quasi, um nach dem Hebel zu schmeißen. Genau. Das werde ich dann tun. Das werde ich dann tun. Ich denke mal, es ist da noch so gedacht. Von den Entwicklern.
von Paradox. So, ich fahre einfach mal jetzt nach oben und gehe jetzt mal dort raus. An dem Punkt. Oder an einem anderen Punkt. Okay, dort wahrscheinlich. Okay. Ich denke mal, die Kisten haben auch was zu bedeuten. Ach, verstehe. Ich muss alle drei Schalter benutzen. Jetzt verstehe ich. Hier ist eine Sackgasse. Ah, verstehe. Deswegen die drei Kisten auch. Oder die Kisten, eher gesagt. Okay, mit anderen Worten, ich muss die Kisten darüber schleppen. Ganz unpraktische Position. Oh Mann, bleib doch da oben. Ich wollte schon sagen, Kiste, bleib jetzt bloß da. Kiste, komm mal mit.